Wegald Boning, Comedian, ist zum Mal Vater geworden. Erneute Vaterfreuden bei Wegald Boning, 56. Auf der Social-Media-Plattform Twitter hat der Komiker am Sonntagmorgen, 12. März 2023, verkündet: Bin gestern zum 5. Mal Papa geworden. Mutter und Kind wohlauf. Anführungszeichen. Jetzt könne auch Sohn Oskar Sonne, Regen, Ameisenhaufen, Rollsplit, Mozart, Dosenravioli, den ganzen grandiosen Klimbim kennenlernen, schreibt Boning weiter. Ihr findet mich bis auf weiteres hinterm Wickeltisch. Anführungszeichen. Auf Instagram teilte der 56-Jährige in seinen Stories Bilder vom Geburtsbändchen seines Sohnes Oskar mit dem Geburtsdatum 11.03.2023 sowie von einem Willkommenskuchen für den Nachwuchs. Ehefrau Theresa Boning, 34, schreibt in einer Instagram-Story zu einem Foto, das das Händchen des Kleinen zeigt: Enze Oskar Gusto. Punkt. Heute Nacht um 5.15 Uhr geboren, 54 cm groß und 3680 Gramm schwer. Alle gesund. Wir sind überglücklich. Die Konzert- und Opernsängerin und der Komiker sind seit 2017 verheiratet. 2018 kam der gemeinsame Sohn und 2019 ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Boning hat zudem zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Verwendete Quellen: twitter.com, instagram.com.